Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute soll es mal etwas für die Anfänger geben unter euch. Es geht um Belichtungsreihen, um die Bracketing-Funktion und wie man daraus HDR-Aufnahmen erstellen kann. Viel Spaß damit! Belichtungsreihen, das sind Serien von Bildern vom gleichen Motiv, aber mit unterschiedlichen Belichtungen. Und das brauchen wir zum Beispiel in dieser Situation, denn hier haben wir eine Szene mit einem sehr, sehr hellen Himmel und davor sind Gebäude, die im Schatten liegen, die also sehr, sehr dunkel sind. Und dadurch kriegt die Kamera mit ihrem Sensor nicht alles auf ein Bild mit allen Details drauf. Das menschliche Auge kann es sehr gut, die Kamera kann es weniger gut und deswegen machen wir solche Mehrfachbelichtungen. Und ich belichte zum Beispiel jetzt einmal zu hell, um auch alle Details in den Schatten zu haben und einmal zu dunkel, um alle Details auch in den Höhen oder in den Lichtern zu haben. Jetzt kannst du hier mal kurz sehen, ich bin jetzt im Videomodus mit meinem Live-View-Bild und ich bin jetzt bei einer 320. Sekunde. Das heißt, das Bild ist hier entsprechend relativ gut belichtet, gesamt gesehen zumindest. Aber du siehst schon, dass die Gebäude viel zu sehr im Schatten liegen. Der Himmel könnte noch ein bisschen dunkler sein. Und wenn ich das Ganze jetzt mal herabsetze auf eine 160. Sekunde, das heißt eine Blendenstufe weiter aufmache, dann wird das Ganze in den Schatten schon wesentlich besser. Und wenn ich jetzt auf eine 80. Sekunde gehe, das heißt bei plus 2 Blenden bin, dann sieht das Ganze hier in den Schatten schon wesentlich besser aus und wir haben alle Details. Andersherum, wenn ich jetzt weiter runtergehe auf eine 640. Sekunde, das heißt eine Blende minus 1, dann wird der Himmel noch wesentlich besser belichtet und wir haben hier auch alle Details. Die minus 2 Blende werde ich in diesem Fall wahrscheinlich gar nicht brauchen, denn das ist schon wesentlich zu dunkel. Die Bracketing-Funktion kann ich einstellen, indem ich hier bei meiner Kamera oben auf die Bracketing-Taste drücke und dann kann ich hier am hinteren Einstellrad einstellen, wie viele Bilder ich machen möchte. Ja, jetzt sind hier 5 Frames angezeigt, also 5 Bilder. In meinem Fall möchte ich auch 5 Bilder machen. 2 unterbelichtet und 2 überbelichtet, eine normale Belichtung. Und mit der vorderen Einstelltaste kann ich jetzt hier noch den Abstand zwischen den einzelnen Stufen einstellen. Im Moment steht er auf einer Blendenstufe, das heißt, ich habe ein normal belichtetes Bild, ein plus 1, ein plus 2, ein minus 1 und ein minus 2. Ich kann aber theoretisch das Ganze auch noch in Drittelschritten herabsetzen. Aber in meinem Fall bleibe ich hier bei den 1 Blendenstufen. Zu meinen restlichen Einstellungen, ich bin jetzt hier bei einer Blende 8, die bleibt auch immer gleich auf Blende 8 eingestellt und meine Verschlusszeit in der normalen Belichtung ist eine 320. Sekunde. Und jetzt werde ich insgesamt 5 Bilder schießen, hintereinander weg und dabei wird sich diese Verschlusszeit immer wieder ändern. Das heißt, wenn wir die Blende hier um 1 herabstufen, dann sind wir bei einer 640. Sekunde und dann bei einer 1250. bei der minus 2. Und andersherum wird die Verschlusszeit verlängert, wenn wir länger belichten. Ich habe jetzt hier meine 5 Bilder mal gemacht. Das ist die normale Belichtung, die minus 2 Belichtung, minus 1, plus 1 und plus 2. Und wenn ich jetzt hier mal in das Histogramm reingehe, dann siehst du auch schon bei der plus 2 Belichtung, dass wir hier links gar keinen Ausschlag mehr haben. Das heißt, wir haben alle Details in den Schatten. Und andersherum, wenn ich hier mal in die minus 2 Belichtung gehe, dann haben wir hier gar keinen Ausschlag mehr rechts. Das heißt, wir haben alle Details in den Lichtern. Und das ist genau das, was wir wollen. Wenn wir jetzt hier mal in die Normalbelichtung reinschauen, dann siehst du, dass wir sowohl links als auch rechts Ausschläge haben, jeweils an den Rändern. Und das bedeutet, dass wir sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten jeweils keine Details mehr haben. Und genau das können wir mit diesen Belichtungen beheben. Diese 5 Belichtungen kannst du jetzt nutzen, um zum Beispiel in Photoshop später die Bilder automatisch oder auch manuell zusammenzublenden, um dann ein optimales Ergebnis zu haben und wirklich in allen Bildbereichen noch die entsprechenden Informationen und Details zu haben. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn du noch Fragen hast dazu, kannst du sie gerne in die Kommentare posten. Wie gesagt, bei jeder Kamera ist das ein bisschen anders einzustellen. Guck da am besten mal in die Bedienungsanleitung. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Bearbeiten und Fotografieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.